Hallo von André Unger, Marathonlauf, Diät und Trading. Alles sind schrecklich. Na gut, was ist da, was gibt's in diese drei, die das Gleiche ist oder ähnlich? Alle drei Bereiche benötigen einen Plan. Wenn Sie trainieren wollen für den nächsten Berlin-Marathon, dann Sie brauchen einen Plan. Sie können nicht einfach dreimal um nach Hause laufen und dann nach Berlin gehen. Sie brauchen einen Plan, monatelangen Plan, um zu trainieren und dann können Sie laufen. Vielleicht auch mit Erfolg. Wenn ich mein erstes und einziges Marathonlauf geschafft habe in Berlin 2010, dann habe ich einen Service unterschrieben bei Orlando Pizzolatto. Der hat zweimal New York Marathon gewonnen. Er ist ein Experte, er weiß, was er macht, er kennt was alles um Training und er hat das auch selbst getestet. Er weiß auch, wie man sich, wie das Gefühl ist, wenn man sowas macht. Und er hat mir geholfen. Mein Ziel war 3 Stunden, leider habe ich das nicht geschafft. Ich habe 3 Stunden, 5 Minuten und 27 Sekunden geschafft, aber trotzdem war ich zufrieden. Okay? Aber es hat mich geholfen, mit einem Mann zu tun haben, der ein Wissen hatte über alles, um was es ging. Ich habe dafür bezahlt, einen Service, aber ich war zufrieden. Und das sollte man tun. In einer Diät muss man auch zu einem Diätist gehen, der uns beschreibt, was zu tun. Wir können nicht einfach weniger essen, ohne zu wissen, was wir machen. Und im Training sollte man das auch so tun, genauso tun. Aber generell, in alle drei braucht man einen Plan. Ohne Plan geht man nirgendwo hin. Ohne Plan hat man Probleme. Im Marathon werden Sie vermutlich nicht zum Ziel gehen. Diät werden Sie, hier bin ich auch schuld, okay, aber das lassen wir jetzt mal auf einer Seite. In der Diät werden Sie auch nicht das Gewicht verlieren, was Sie wollen. Und im Training leider werden Sie Geld verlieren. Sie brauchen einen Plan und jemanden, der sich unterstützt in der Planberücksichtigung. Eventuell Planänderungen, wenn Sie die Antworten von Ihrem Körper oder Ansatz analysieren. Zusammen mit jemandem, der das kennt. Das ist, was man machen soll. Was komisch ist, ist, dass im Marathon wurde niemand, ich sicher nicht, denken, dass er besser als World Record schaffen kann. Das ist normal. Ich meine, niemand denkt, ich werde hart trainieren, werde das in 2 Stunden schaffen. Im Trading gibt es Leute, die denken, sie werden 100% am Monat schaffen. Warum? Das ist wirklich komisch. Diät ist noch anders. Dort ist er sofort zufrieden. Plan ist, 10 Kilos abnehmen, 1,5 Kilo abgenommen, ich bin jetzt schlank, jetzt bin ich fit, ich brauche die Diät nicht mehr. Neue Kleider und los zur Disco. Das ist, was man denkt. Ich bin auch beim 1,5 nicht angekommen, aber ich schaffe dran. Bleiben Sie dran beim Kanal, abonnieren Sie, dann werden Sie sofort sehen, in den nächsten 12 Monaten, ob ich schlanker geworden bin oder nicht. Okay, abonnieren Sie bitte, abonnieren Sie. Dann, was gibt es noch? Alle drei sind heute populär. Ich meine, seit 20 Jahren wenige kennen den Marathon als Ziel. Heute alle laufen den Marathon. Es ist jetzt populär. Alle haben das ist Werbung und alle denken, dass es ein normales Ziel ist. Und auch beim Trading passiert das. Alle wollen Trading machen. Aber in beide Bereiche gehen sie manchmal hin ohne ein Wissen. Es gibt Leute, die gehen zum Laufen und sie haben sehr viel gegessen vor dem Lauf, weil sie denken, dass es Energie gibt und haben dann Probleme. Markus Müller, der hat gar keine Ahnung vom Laufen, wenn Sie Markus Müller kennen. Aber im Training ist es auch genauso, aber vielleicht haben Sie Bauchschmerzen, wenn Sie mit dem vollen Bauch laufen, aber mit dem Training können Sie Konterschmerzen erfahren, und was vielleicht noch größere Schmerzen bringt. Diät ist auch so. In Diät Leute suchen das Geheimnis. Die Stars von Hollywood schaffen diese Diät, 5 Kilos in einer Nacht abzunehmen. Diese Werbungen findet man manchmal. Und die denken auch, es gibt so ein Geheimnis im Training. 200% in einer Nacht schaffen. Das alles geht leider nicht. Alles, was man machen kann,
erfolgreich zu sein, in einem von diesen drei Bereichen, aber generell in alle Bereiche des Lebens, ist fleißig arbeiten, jemanden finden, der uns unterstützen kann, uns helfen kann, uns schulen kann, einen Plan vorbereiten, und das Plan muss langfristig sein. Ich meine nicht 30 Jahre lang, aber nicht 2 Wochen. Es muss ein langfristiger oder mediumfristiger Plan sein, weil man Geduld haben muss. Sie müssen Geduld haben. Ohne Geduld schaffen Sie das nicht. Man braucht Geduld. Wenn man nachher nach hinten guckt, dann sagt, oh, es ist schon alles vorbei. Ja. Wenn man nach vorne guckt, oh, so lange Zeit, das muss man vergessen. Man muss Geduld haben. Geduld, unbedingt. Fleißig arbeiten. Richtig planen. Plan analysieren und beim Plan bleiben natürlich. Mit der Unterstützung von einem Guru, einem Coach oder jemand, der gezeigt hat, das zu schaffen können und das selbst zu schaffen. Wie gesagt, Orlando Pizzolatto hat selbst New York gewonnen, er hat selbst trainiert, er kennt genau, was es bedeutet, so und so zu laufen, so und so viel und wie man sich im Lauf fühlt. Also das ist wichtig. Auch beim Trading muss man wissen, was es bedeutet, wenn man alle Positionen plötzlich im Minus hat, aber trotzdem noch nicht am stopplosen Niveau. Das muss man wissen. Man muss es erfahren haben, damit man sagen kann, was das Gefühl ist. Scheißgefühl. Aber das passiert. Das war's, Leute. Auch, was ich vergessen habe, mein E-Book, frei, gratis, erfolgreich traden, so geht's, können Sie von der Seite trainingweltmeister.de runterladen. Es ist gratis, aber dort finden Sie einige Infos, wie ich angefangen habe und wie ich am Anfang eigentlich gar keine Ahnung hatte und wie es dann langsam besser geworden ist. Das war's, Leute. Haben Sie Erfahrung im Marathon? Diät? Erfolg im Marathon? Diät? Ich hatte Erfolg im Marathon für mich. In Diät? Katastrophe. Training geht's. Ciao, bis nächstes Mal. Ciao von Andrea Unger.